Hallo und herzlich willkommen bei den Winterfall-Nachrichten vom 3. Mai. Ja, es hat sich die Woche viel getan und ich glaube, das Motto unserer heutigen Nachrichten ist Terrorismus. Und der Wolfgang erklärt uns jetzt mal, was er denn so damit für Erfahrungen gemacht hat. Meine persönlichen Erfahrungen sind zum Glück spärlich vorhanden bis gar nicht, aber ich habe mit jemandem gesprochen, nämlich mit der Anne Roth, die in Deutschland in die Fänge der Terrorismusbekämpfer gekommen ist, also indirekt durch ihren Mann. Und die ganze Geschichte wird sie euch selber erzählen. Schaut euch das an. Frau Anne Roth, Sie haben einen Blog und berichten dort über das Leben als Terrorverdächtige. Kann man das so sagen? Das war der Grund, warum ich angefangen habe zu bloggen, vor inzwischen 3,5 Jahren, im Herbst 2007, als mein Freund im Sommer festgenommen wurde als Terrorverdächtiger in Deutschland und in U-Haft kam und dann irgendwann auch wieder entlassen wurde. Und ich dachte, so ein Leben als Terrorverdächtiger, dieser Alltag, der ist ja den meisten Leuten völlig unbekannt. Und ich fand, dass uns viele wirklich seltsame Sachen passiert sind, die man sich gar nicht so unbedingt ausrechnet, dass die in einer Terrorermittlung so passieren, und fand, das muss bekannt gemacht werden, und habe dann angefangen zu bloggen. Inzwischen ist das Verfahren eingestellt und diese Geschichte ist begleitet uns immer noch, aber dieses alltägliche Erleben von Überwachung zum Beispiel, das findet so nicht mehr statt. Deswegen schreibe ich da jetzt nicht mehr so viel drüber, aber am Anfang, so das erste halbe, dreiviertel Jahr, ganz viel. Die Definition, dass die Öffentlichkeit sieht, dass das, was man tut, nichts Schlimmes ist, das kommt ja immer auch, also wer definiert, was schlimm ist. Ich finde zum Beispiel Tierschutzaktivismus eine völlig ehrenwerte Sache. Die Frage ist aber, wer definiert, was schlimm ist? Also ist zum Beispiel geworfenes Farbei an der Schaufensterscheibe, ich weiß jetzt nicht, ob das in dem konkreten Fall in Österreich so vorkam, ich kenne mich da mit den Details nicht so aus, aber ich würde denken, dass zum Beispiel ein Laden, der Pelze verkauft, natürlich Farbe an seinem Schaufenster tatsächlich richtig schlimm findet. Ich finde, dass kann man schon mal machen. Ich will jetzt nicht aktiv dazu aufrufen, aber ich persönlich finde sowas nicht schlimm. Ich finde auch Flugblätter nicht schlimm, in denen dazu aufgerufen wird, solche Läden zu boykottieren. Ich finde es nicht schlimm, sich gegen bestimmte politische Prozesse öffentlich zur Wehr zu setzen. In dem Fall von André, meinem Freund jetzt, der beschäftigt sich mit Stadterneuerung und schreibt viel über Gentrifizierung. Ich finde es wichtig, sich in politische Prozesse einzumischen und auch politisch aktiv zu sein und jetzt nicht zu versuchen, so darzustellen, als sei man das unschuldige Häschen, was nie ein Haar gekrümmt hat. Also tatsächlich, was ist dann das gekrümmte Haar? Also es geht jetzt eben um politische Meinungsbildung dabei, von der ich finde, die ist wichtig, wenn sie stattfindet. Die wird von einigen schlimm gefunden, aber ich finde, die sollte durchaus weiter auch betrieben werden. Es geht nicht darum, dann völlig sich in die Ecke zurückzuziehen und zu sagen, ich habe noch nie irgendwas getan und kann mir überhaupt nicht erklären, wie es dazu kommt. Denn ich finde es auch nicht überraschend, dass solche Prozesse dann gegen politische Aktivisten angestrengt werden. Das Ziel oder ein Ziel solcher Prozesse ist ja, andere davon abzuschrecken, ähnlich aktiv zu werden. Und dabei meine ich jetzt nicht Anschläge, sondern tatsächlich politisch aktiv zu werden im Sinne von sich zu äußern und vielleicht sich politisch zu organisieren, gegen etwas zu demonstrieren, was man falsch findet. Ja, während für manche Tag der Arbeit gestern war, für andere Mayday, war für die IGA Tag des Diploms. Nein, Tag der Diplomarbeit. Tag der Diplomarbeit, weswegen sie euch jetzt nicht sagen kann, wie es auf der Mayday-Parade ist. Zum ersten Mal seit, glaube ich, 10 Jahren war ich nicht dort. Das ist ein Drama. Aber sie wird sich die WinTV-Nachrichten anschauen, wie ihr alle. Und deswegen schauen wir uns das an, damit sie auch sich auskennt und weiß, wie geil es auf der Mayday-Parade war. Geil, ich freue mich schon. Die Polizei schätzt 800 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Andere vertrauenswürdige Quellen sprechen von 1500 Personen, die an der Mayday-Parade am 1. Mai beginnend im Arbeiterbezirk Brigittenau teilgenommen haben. Wie viele Polizisten und Polizistinnen zusätzlich und dienstlich dabei waren, verrät Polizeisprecherin Ansari leider nicht. Diese Zahlen werden nie bekannt gegeben, so Ansari. Am
Wissen Sie, warum da so viel Polizei ist? Keine Ahnung. Bin nicht überrascht. So viel Polizei noch nie gesehen. Warum? Da geht es um die Mayday-Parade. Da Leute, die schlecht verdienen, protestieren. So. Kann ich nichts sagen. Also. Na, glauben Sie, dass es gerechtfertigt ist, dass man so viel Leid schickt, wenn Leute dagegen protestieren, dass sie schlecht verdienen? Ja. Aber das ist. Alles ist eine Frechheit. Das ist eine Katastrophe, was so aufgeführt wird. Das ist nicht normal mehr. Tag WinTV, was machen Sie da? Ja, Polizei. Wir machen. Polizei, aber was machen Sie da? Ja, wir machen. Grüße, was tun Sie da? Da müssen Sie bitte an einen Pressevertreter wenden. Da steht ein Überwachungswagen. Wurde durchgesagt, dass überwacht wird? Folgendes. Solange wir keine Aufzeichnungen machen, sind wir nach dem Gesetz nicht verpflichtet, das zu machen, nach dem SPG. Das sollten Sie ja wissen als Pressevertreter. Und wenn dann Aufzeichnungen stattfinden sollten, wird das natürlich vorher durch die Behörde angekündigt. Jetzt wird es aber übertragen. Zu welchem Zweck wird es übertragen und wohin? Wenden Sie sich an die Pressestelle der BPD Wien. Wieso ist da so viel Polizei, glauben Sie? Naja, das ist eine Art Präsenz, nehme ich einmal an. Ne? Weiß ich nicht. Aber wer fürchtet Sie da so sehr, wenn... Ich nicht, aber wo nicht davor habe ich so viel Polizei gesehen, bin ich extra rausgegangen, hat es mich interessiert. Und da vorne steigen sie auch. Finden Sie das in Ordnung, dass Leute, die schlecht verdienen, auf die Straße gehen und dass man die so überwacht, bei Überwachungswagen und mit so viel Polizei? Ja, das muss nicht sein. Das ist schon irgendwie beunruhigend. Das bringt keine Ruhe. Ja, es ist eine Manifestation für die Rechte von Marginalisierten im weitesten Sinn, würde ich sagen. Also alle Leute, die rausfallen aus dem System. Arbeitslose und Obdachlose und verschiedene solche Initiativen auch. Wieso ist dann so viel Polizei da mit Überwachungswagen, der mitfilmt? Naja, die schützen vielleicht jeden. Naja, ist immer so, oder? Bei Protestveranstaltungen kommt die Polizei massiv. Das ist eh okay? Solange sie so ruhig sind, ist mir das wurscht. Aber das weiß man nie. Wir sind der Zukunft, getreue Kämpfer. Wir sind die Arbeiter von bis auf Wind und Flammen. Das ja heißt, noch zu warten ist Wahnsinn, war bei Weitem nicht das Einzige zur Mobilisierung. Wir haben jede Menge Pressesendungen gemacht, wir waren in verschiedenen Print- und Online-Medien, aber auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dann gibt es noch die Homepage, die wird es auch weiterhin geben mit aktuellen Updates für weitere Folgeveranstaltungen und Organisierungs- und Vernetzungsversuche, und die Plakate hat es auch gegeben. Jede Menge Flugzettel, die Veranstaltungen im Vorfeld, hast du auch gesagt, wo wir uns mit Themen der Prekarisierung rund um Arbeit und Leben auseinandergesetzt haben. Wir haben ein eigenes Projekt noch eingerichtet, das heißt San Precarius virtueller Beichtstuhl, wo zum Beispiel Leute in prekären Arbeits- oder Lebensverhältnissen berichten können, oder da wird die Frage gestellt, was waren deine letzten drei Scheißjobs, und das ist eben auch so die Idee, so einen Austausch über Arbeitsbedingungen zu initiieren, weil ich bin ja nicht die Einzige, die hier in einer unsicheren Arbeitssituation tätig ist, sondern es betrifft ganz viele. Und auf dieser Website, in San Precarius virtuellen Beichtstuhl, wird auch gefragt nach Strategien im prekären Alltag, wie kann ich denen entkommen? Und eine dritte Frage ist nach Fürbitten für ein schönes Leben für alle. Genau, und dann gibt es diesen Dienstag, also am 3. Mai im Prekär-Café, das ist in der Wipplinger Straße 23. Lebensverhältnisse, einfach so ein
After-Paraden zusammen sein und Austausch treffen. Und die Woche drauf, am Donnerstag, gibt es dann im Ammerlinghaus noch das Nachbesprechungsplenum, das zugleich auch ein Weiterplanungstreffen ist. Also das ist dann am 12. Mai eben um 18.30 Uhr im Ammerlinghaus, das ist in der Stiftgasse 8 im 7. Bezirk. Und da sind alle eingeladen zu kommen, die weiter an den Ideen und Fragestellungen, um die es hier geht im Rahmen der Medeparade, sich da beteiligen möchten, weil der Mede ist ein Tag im Jahr, aber Fragen der Organisierung sind natürlich das ganze Jahr über wichtig. Wir sind auch immer wieder mehr geworden in Vorbereitungspläne und wir wollen mehr Leute ansprechen. Und genau, und unser Leben ist ja auch nicht nur an einem Tag prekär, sondern das ganze Jahr. Über. Deshalb werden wir auch das ganze Jahr über weiter Ideen schmieden und umsetzen. Adresse ist www.mayday-wien.org. Okay. Ja. Na, das finde ich eh super. Deshalb am 12. Mai um 18.30 Uhr im Ammerlinghaus. Denn noch zu warten wäre... So. Mhm. Ja, also im Unterschied zu mir hast ja du viel mehr Terrorismus-Erfahrung. Willst du uns nicht davon erzählen? Ich habe Terrorismus-Erfahrung, das wäre mir fremd. Aber was mir nicht fremd ist und was uns allen nicht fremd ist, ist, glaube ich, der Tierschützerprozess, der heute grandios zu Ende ging, nämlich mit einem Freispruch für alle Beteiligten. Ja, den Beitrag könnt ihr euch jetzt gleich anschauen. Nur vorweg, ein Freispruch hebt alle Angeklagten nicht von ihrer finanziellen Last, die sie haben, in Höhe von, weiß nicht, 200.000, 300.000 Euro. Und ja, möge euch das im Hinterkopf bleiben beim nächsten Beitrag. 2. Mai, Kreisgericht Wiener Neustadt, Urteilsverkündung im sogenannten Tierschützerprozess. Die wegen angeblicher Bildung einer kriminellen Organisation wegen § 278a angeklagt sind. Es gibt Gerüchte, demnach alle Angeklagten freigesprochen werden sollen. Freispruch, das muss jetzt endlich das Ende dieser jahrelangen Verfolgung sein. Wir fordern auf jeden Fall ein Ende dieses Paragraphen. Wir werden übrigens unmittelbar nach dem Urteil hier ins Justizministerium fahren. Und die neue Justizministerin hat uns sogar versprochen, dass sie uns anhören wird für einen Reformvorschlag zu diesem Paragraphen. Im Schwurgerichtssaal sitzen die Zuhörer und die Zuhörerinnen vor einer winzigen Leinwand. Der Prozess selbst findet 20 Meter weiter im vermutlich kleinsten Verhandlungssaal des Gerichts statt. Noch vor Prozessbeginn können die Angeklagten das noch nicht gesprochene Urteil schon in der Zeitung lesen. Die Lobby hat versucht, uns zu kriminalisieren mit Hilfe des Staatsapparates. Und im Endeffekt, glaube ich, ist in der Öffentlichkeit inzwischen ganz gut herausgekommen, was da alles passiert ist. Und wir werden auf jeden Fall aktiv bleiben. Wie kann man euch unterstützen? Ja, es ist natürlich trotzdem möglich, dass auch im Fall eines Freispruches wir Gerichtskosten tragen müssen und Verteidigungskosten. Also ich denke, die meisten von uns sind ab heute bankrott offiziell. Man kann spenden. Geld ist aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist mir, dass die Öffentlichkeit weiterhin kritisch bleibt, dass solche Versuche, politischen Aktivismus zu kriminalisieren, weiter kritisch betrachtet werden, dass man Engagement zeigt, dass man Rückgrat zeigt. Und ich glaube, dann können wir alle in eine bessere Zukunft blicken. Ja, auch angeklagt in diesem 278a-Prozess. Es sind wie viele Angeklagte? 13 sind angeklagt, also es ist gegen wesentlich mehr Personen ermittelt worden. Im Endeffekt waren 10 Personen in U-Haft, 13 sind auf der Anklagebank gelandet. Und du erwartest dir was für ein Urteil? Ich denke mal, das Urteil, das ich mir jetzt erwarte, ist, oder was ich mir jetzt erwarte, dass der Prozess aus ist für heute. Die Strafe war ich schon durch die U-Haft da, durch die Ermittlungen, durch die Prozessdauer. Das Ganze zieht sich schon seit 3 Jahren und das Urteil ist jetzt eher so eine Randnotiz, denke ich mir, obwohl es natürlich einen Einfluss haben wird. Im Wesentlichen wird, glaube ich, das meiste freigesprochen, auch wenn der Verurteilungswille da war von der Richterin von Anfang an und die SOKO und der Staatsanwalt alles gemacht haben, um alles irgendwie belastend hinzudrehen, ist nicht geglückt und ist eigentlich, glaube ich, zu dahe gekommen, dass diese kriminelle Organisation ein haltloses Konstrukt ist und einfach fallen muss und auch die anderen Delikte stehen auf sehr schwachen Beinen, sage ich mal. Ihr seid nicht von, also ihr seid von der BAT, stimmt das? Genau. Nicht von VGT. Was unterscheidet euch? Es ist so, dass ja gegen eigentlich etliche Gruppen ermittelt worden ist in diesem ganzen Verfahren, die teilweise auch jetzt BAT und VGT miteinander politisch nicht können und auch nicht zusammenarbeiten.
Unser Anspruch ist, sag ich mal, gesamtpolitisch, gesamtgesellschaftlich gesehen. Wir setzen uns noch mit anderen Themengebieten auseinander, wie zum Beispiel Rassismus, Sexismus. Und für uns ist ganz klar, dass wir ganz strikt Tierbefreiung und Tierrechte propagieren. Das heißt, keine größeren Käfige, sondern gar keine Käfige mehr. Um es mal auf den Punkt zu bringen, kurz. Das gilt auch für Menschen? Selbstverständlich für Menschen. Also uns ist auch wichtig in unserer Arbeit, dass wir eben jetzt nicht nur den Fokus auf, klar, also den Fokus auf Tiere legen, aber auch andere Aspekte, wie gesagt, Rassismus, Sexismus mitdenken. Und es sind auch alle Leute aus der BAT in anderen Bewegungen aktiv, also antirassistischen Initiativen, antifaschistischen oder antisexistischen, um mal drei zu nennen. Wir wissen es noch nicht, in der Österreich steht es schon. Seriöse und kompetente Echtzeitberichterstattung hingegen gibt es während vieler Prozesstage von Maria Stärkel für den Online-Standard und der Gruppe Anti-Rap, die im Facebook zu finden ist. Dankeschön, wenn Sie bitte den Verhandlungs- Dankeschön. Aber bitte lauter drehen. Sofort wird es lauter. Repression ist kein Einzelfall, sondern ein Teil des Systems. Ein Versuch, unliebsame, kritische Stimmen mundtot zu machen, wegzusperren und kann jede und jeden treffen. Deswegen rufen wir dazu auf, heute gegen diesen Prozess hier zu demonstrieren. Nach dem Prozess ist vor dem Prozess. Und es ist egal, wie das Urteil hier ausfällt, denn die jahrelange Repression und Überwachung ist Teil des Systems, politischen Widerstand hier mundtot zu machen. No justice, no peace! Danke schön. Fight the police! Während im Verhandlungssaal die Richterin in ihrer Urteilsbegründung Polizei und Staatsanwaltschaft massiv belastet, wird gegen die Aktivisten und Aktivistinnen der Arm des Gesetzes aktiv. Es geht schließlich um ungebührliches Verhalten am Gang des Gerichts. Und wieder werden die Aktivisten und Aktivistinnen gefilmt. Und irgendwann sind wir alle Terroristen. Die Polizei lässt jetzt den Angeklagten nicht durch. Meine Angeklagte, Herr Martinger, und ich bin da gestoßen worden. Bitte regen Sie sich nicht so auf. Herr Martinger, Sie dürfen jetzt kommen. Ja. Ich bin die Verteidigerin, was soll denn das? Natürlich, lass mal durch, wir müssen nur schauen, dass der Polizisten beendet wird. Sie haben unser Leben zerstört. Gehen Sie bitte in den Verhandlungssaal oder wenn Sie drei Jahre verlassen, hat dieser Prozess jetzt schon gedauert. Und jetzt glaubt mit einem Tag Urteilsspruch kann alles wieder gut gemacht werden. Ja, also über 100 Tage Urhaft. Entweder. 30 Hausdurchsuchungen. Jahrelang die falsche Adresse bei mir. 24 Stunden am Tag unser Privatleben zerstört. Ruhe hören können. Interessiert das oder nicht? Ja, dann gehen Sie bitte, wenn Sie es nicht interessieren. Das hat keinen Sinn, an sich an mich zu nehmen. Dieses Landesgericht ist eine Schande für Österreich. Ich habe nicht die Kompetenz, einen Staatsanwalt zurückzupfeifen. Ich habe für Ruhe und Ordnung. Ruhe und Ordnung zu sorgen. Ruhe und Ordnung beim Staatsanwalt. Sind die ohne Kontrolle, oder? Die SOKO, Herr Zettler, Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, sagt hier aus, es gab keine verdeckte Ermittlerin. Dann gibt es Daniel Doran 18 Monate. Wer kontrolliert diese Personen? Und sagen, Sie müssen hier für Ordnung sagen, weil wir das skandalisieren. Und das stört. Es stört, dass wir sagen, es ist ein Skandal. Sie haben sich im Gerichtsgebäude nicht so aufzuführen, zu lärmen und zu schreien. Thank you.
Die Möglichkeit, wenn auch mühsam, hier Videos aus Tierquälerei und Schweinehaltung. Freispruch. Hast du die Begründung mitbekommen? Ich habe die Begründung teilweise mitbekommen jetzt, ja. Und was hat die Richterin da ausgeführt? Naja, also was für mich schon sehr, sehr prägnante Punkte in ihrer Begründung sind, ist zum Beispiel die Aussage, also erstens einmal, dass es wirklich, dass wirklich schallende Ohrfeigen verteilt hat, an den, sowohl an den Staatsanwalt als auch an seine Soko, dass die erstens einmal vor Gericht hier gelogen haben, dass der Staatsanwalt sehr wohl gewusst hat, dass die verdeckte Ermittlerin, erstens einmal, dass sie da war, dass es sie gab, zweitens einmal, dass sie nicht nur nach dem Sicherheitspolizeigesetz gearbeitet hat, sondern dass er sie sehr wohl hätte bestätigen müssen. Also er hätte sie ab 1.1.2008 halt genehmigen müssen, was er ja abgestritten hat und der Richterin das jetzt eben sehr wohl da durch diesen Prozess bewusst worden ist, dass er da ja nicht ganz bei der Wahrheit geblieben ist und auch, dass eben sein Strafantrag sich da auf Sachen aufgebaut hat, die einfach nicht der Wahrheit entsprochen haben. Und dann dürfte es ja auch gegenüber dem derzeitigen LVD-Chef Zwettler und damaligen Leiter der Sonderkommission, weiß ich nicht mehr, wie sie geheißen hat, da dürfte sie auch herbe Kritik gegeben haben seitens der Richterin. Genau, ja, sie hat dann auch noch namentlich den Magister Zwettler und die Frau Bogner, die Chefinspektorin der SOKO, genannt, dass die eben auch vor Gericht gelogen haben mit ihren Aussagen. Die Frage ist halt für mich, erstens, ja, es gab ja auch noch andere SOKO-Leute hier, die da ganz, ganz augenscheinlich und fies gelogen haben. Was passiert mit denen, mit einem Herrn Böck, einem Herrn Blessel, einem Herrn Landorf, die ja alle bei der SOKO tragende Rollen gespielt haben und hier auch vor Gericht eben gelogen haben. Für mich ist natürlich die Frage, was hat das jetzt eben für Konsequenzen, also sowohl eben für die SOKO als auch für den Staatsanwalt, für seinen fiesen Strafantrag, den er da verfasst hat gegen uns. Nicht egal und ohne euch alle, ohne die Solidarität, ohne die Leute, die das verfolgt haben, die Bericht erstattet haben, die sich eingesetzt haben, hätte hier in diesem Verfahren es keinen Freispruch gegeben, einfach die Kräfte zu groß waren, die das verhindern wollten. Ja. Ich glaube, wir können alle stolz auf uns sein und vielen Dank an euch alle. Ja. Jetzt hinten Andruck. Ja. Super. Ja, also ich möchte sagen, ich bin absolut überwältigt von dem Urteil und von der Präsenz von euch allen hier, von der ganzen Atmosphäre. Die Richterin hat ganz klar und deutlich, und ich hoffe, ihr habt das alle mitbekommen, ich weiß nicht, ob das hier außen oder im Gericht zu hören war, sie hat ganz deutlich gesagt, der Sonderkommissionleiter hat gelogen, vor Gericht gelogen, die verdeckte Ermittlerin ist illegal geführt worden und die Ergebnisse von ihr, die uns völlig entlasten, wurden vorsätzlich vertuscht. Das sind unglaubliche Skandale, die es jetzt aufzuarbeiten gilt. Aber natürlich... jetzt Konsequenzen für die Verantwortlichen aus der Polizei und vielleicht aus der Staatsanwaltschaft. Das sind jedenfalls die Forderungen, die mir wichtig sind nach diesem Urteil. Danke.
nochmal, dass so viele uns da unterstützt haben. Das Ganze ist ein Ergebnis eines großen Teamworks. Wir haben alle miteinander über Jahre hindurch tausende Aktenseiten durchgearbeitet. Zu der Wiedergutmachung ist zu sagen, dass das den normalen Bereich verlässt. Mein Mandant ist psychisch stark geschädigt worden durch das Verfahren. Und da sollte der Staat sich etwas einfallen lassen, um ein Wiedergutmachen auszuüben. Und da wird die Verteidigung alles tun, um das entsprechend zu fördern. Aber eines möchte ich angesichts der Runde hier schon sagen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung lebt hier, ist hier sichtbar. Und ich freue mich sehr, so eine Unterstützung bekommen zu haben, auch als Verteidiger. Und ich kann wirklich nur sagen, es ist Zeit zu feiern. Danke vielmals. Apropos Terrorismus, was macht denn eigentlich unser Freund der Daniel so zurzeit? Der Daniel, der natürlich überhaupt keine Erfahrung hat auf diesem Gebiet, war bei einem Fackelmarsch dabei mit dem terrorismuserfahrenen sozialistischen Jugend, nein, Unsinn, also mit der SJ, die einen Fackelmarsch gemacht haben, und zwar diesmal im Zeichen des antirassistischen Anliegens. Und die sind halt durch die Gegend marschiert. Und das schauen wir uns jetzt an. Genau. Ausgezeichnet. Ja. Und heute werde ich in Vertretung von unserem geliebten Soli die Abmoderation machen. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und seid nächste Woche dabei, wenn es wieder heißt Same Time, Same Station. Ciao. Nachrichten bei WinTV.org. Und weil es heute so gut passt, sage ich in Anlehnung an den lieben Osman Kurti, der uns ja im letzten Interview ein Comeback versprochen hat. Passt auf. Seid vorsichtig und, wie wir heute gesehen haben, lasst euch nichts gefallen. Never es zahlt ever. Sich aus. So ist es.